Hallo meine Lieben, hier ist er, euer Rouge83 und heute leider wieder mal eine Redstone-Folge ohne den lieben Busch, denn der liebe Busch hatte leider keine Zeit zum Aufnehmen und da habe ich gedacht, ich zeige euch heute mal was Schönes, Kleines, was wir schnell bauen können, was ihr schnell nachbauen könnt und am Ende lege ich das Ganze auf meinem Discord-Server auch noch als Schematica ab, so dass ihr euch das einfach runterladen und nachbauen könnt oder ihr baut es Schritt für Schritt, so wie ich im Video. Was ich baue, ihr seht schon, ich habe Glas in der Hand, das zeige ich euch im Video nach dem Intro. Bis dann, euer Rouge. So, und weil der liebe Busch heute keine Zeit hat und ich immer noch ein bisschen krank bin, habe ich gedacht, wir bauen heute mal was, das der Busch nicht leiden kann. Nämlich, er hasst die Strahlen von Beacons. Also machen wir heute mal was mit einem Beacon. Und was genau, das zeige ich euch jetzt. Wir bauen uns, das habe ich in einiger Zeit hier entwickelt auf Griefer Games, bauen uns eine sehr kompakte, schöne Farbwechselmaschine für Beacons, für unsere Diskothek. Na, und sobald wir sie einschalten, sehen wir, unser Farbstrahl wechselt. Wunderbar. Farben können wir natürlich variieren, je nachdem, welches Glas wir verwenden. Und wie das Ganze funktioniert, ich habe mir von meinem eigenen Bauwerk eine Schematik gezogen, damit ich euch das schnellstmöglich nachbauen kann. Um die Schematik zu nutzen, müsst ihr die natürlich wie üblich in den .Minecraft-Ordner in Schematica ablegen. Und dann habt ihr den hier ja in euer Menü mit drin. Und ich habe das Ding Farbwechsler genannt. Das heißt, wir laden jetzt mal den Farbwechsler. Und da ist er auch schon. So, jetzt ist das Ding natürlich schwierig zu bauen, wenn man sieht, wie kompakt das ist und man gar nicht so richtig erkennt, was wo drunter ist. Und deswegen ist es am einfachsten, wenn ihr in Schematica sagt, nicht All, sondern Layers, und ihr fangt mit Layer 0 an und baut einfach den Layer 0 als erstes nach. Dann haben wir hier nämlich ganz bequem, sehen wir Stein, 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 ganz viel Stein. Und da mitten rein kommen dann 6-mal Eisenblöcke. Theoretisch könnt ihr auch Goldblöcke nehmen oder Diamantblöcke oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass sie den Beacon triggern. So, und das funktioniert. Jetzt müsste gleich auch schon das Licht angehen. Zack, das macht es. So, jetzt können wir auch schon wieder auf die nächste Ebene hochgehen, nämlich die Ebene 1. Und können, das sehen wir hier, das ist ein ausgefahrener Kolben, das heißt, das kommt erst in der nächsten Ebene. Aber wir können jetzt ganz bequem und gemütlich hier hingehen und können unsere Repeater setzen. So, 1, 2, ihr seht, die sind, upsala, ihr seht, die sind jetzt rot. Warum? Weil sie noch nicht richtig eingestellt sind. Und das Rote verschwindet, sobald sie auf die richtige Stufe stehen. So, dann haben wir in der Ebene 2 hier noch ein bisschen Redstone, Redstone, Redstone. Dann nochmal einen Repeater. Und zack, rot ist weg, sobald es auf die richtige Stufe steht. Also diese Schematik nochmal, ich habe die selbst gezogen von meinem Bauwerk oben. Das ist keine, die ihr sonst im Netz findet. Aber ich lege die für euch auf meinen Discord-Server. Das heißt, wenn ihr die runterladen und nachbauen wollt, dann müsst ihr einfach nur auf meinen Discord-Server gehen. Da gibt es einen Bereich Schematicas oder Schematics. Und da könnt ihr euch ganz einfach diese Schematik runterziehen und genau 1:1 nachbauen, wie ich sie gebaut habe. So, und gleich haben wir auch die Ebene 2 schon fertig. Das war's mit Ebene 2. Hier noch ein Repeater. Ein Repeater. Wichtig, dass die Timings stimmen, also dass die alle richtig eingestellt sind und nicht mehr rot leuchten. Wenn ihr das ohne Schematica nachbaut, das könnt ihr ja auch anhand dieses Videos tun, immer darauf achten, dass ihr auf jeden Fall die Einstellung genauso habt wie hier. Sonst läuft das Ding am Ende nicht so schön rund und ja, wird dann eher abgehackt. So, da haben wir die nächste Ebene geschafft. Und wir gehen ein Level hoch. So, das wird ein bisschen komplizierter jetzt. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Da werden wir mit Hilfsblöcken arbeiten müssen. Das heißt, wir packen uns hier mal kurz einen Hilfsblock hin. Und zack, bauen das da an. Dann kommt hier Redstone, Redstone. Dann an dem Hilfsblock nach oben schauend. Das geht nur, wenn wir von oben gucken auch. Ein Sticky Piston. Zack. Daran wieder ein Smooth Stone. Ich habe gar keinen Hebel mehr einstecken. Gut, den muss ich später nachrüsten noch. Hier die Fackel dran. So, dann haben wir hier drüben ein Redstone, ein Stein, Stein, Stein und ganz wichtig ein Half Slab. Eins so. Dann kommt hier ein Piston dran. Wieder
Sticky Pisten. Wir haben nur Sticky Pistons hier. Und da nach unten guckend ein Sticky Pisten dran. So, dann ist auch ausgefahren. Jetzt ist auch da unten das Blaue weg. Und hier fehlt jetzt noch das Glas. Das Glas muss ich hier noch eben holen. Kleinen Moment. So. Da sind wir wieder. Dann können wir nämlich auch gleich das Glas dran machen. Das hilft uns beim Weiterbauen. Und das ist das Lila, was wir jetzt brauchen. Ich meine, das wäre das hier. Zack, genau. Okay, den Hebel habe ich auch direkt mitgenommen. Ich bin immer noch erkältet. Man hört's. Seht mir das nach. Na. Hä? Was denn jetzt? Wo kam jetzt das grüne Glas her? So, Hebel. Okay, dann haben wir die nächste Ebene fertig und wir gehen wieder eins nach oben und so arbeiten wir uns Layer für Layer nach oben, können ganz bequem nachbauen, ganz ohne Stress und sehen auch ganz genau, was passiert. Eigentlich für euch die bequemste Art, diese Schaltungen nachzubauen. Und für mich ebenso, seht ihr ja, geht alles ganz schnell und einfach. Müssen wir hier einen Block gegensetzen. Da muss man immer wieder ein bisschen gucken. Gegen den Repeater, genau. Können wir zack. So, hier um die Ecke rum. Dann kommt hier der Sticky Piston dran. Dann, ich unterstelle mal, das gelbe Glas sollte das sein. Wobei, wie gesagt, die Glasfarbe, die ihr dran setzt, ist wirklich vollkommen egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hängt nur davon ab, welche Reihenfolge ihr gerne sehen möchtet später. So, da ein Block hin und da ein Block hin. Perfekt, nächste Ebene. Layer 4. Layer 4 bekommt hier einen Repeater hin. Ein bisschen Redstone. Zwei weitere Repeater. Jeweils auf die Stufe 2 gestellt. Dann bekommen sie hier... Müssen wir gucken, wie wir das da dran kriegen. Jawohl. Stein, Stein, Stein und wieder eine halbe Stufe. Die habe ich gerade nicht zur Hand. Für den Fall, dass ihr es nicht wisst, ganz praktisch. Einfach hier drei Steine reinlegen, kriegt den halben Stufe raus. Und die könnt ihr jetzt da dran stecken. Dann wieder der Sticky Piston. Das grüne Glas. Und wir sind auf der nächsten Ebene angekommen. Wir gehen auf Layer 5. Wir bauen mal wieder. Halt, wir fangen mit dem Redstone an. Das macht uns einen kleinen Tick leichter. Unsere Repeater auf. Unsere Redstones auf. So. Dann machen wir gegen das Redstone den Stein. Stein. Stein, Stein, Stein. Und auch hier wieder ein Half-Slab. Warum muss ein Half-Slab sein? Damit, wir haben das schon mal gezeigt in den anderen Redstone-Schule-Videos, damit hier das Signal nicht abgeschnitten wird. Na? So, dann bauen wir ein Sticky Piston an. Hoppala. Oh, der ist falsch gelaufen. Der muss nämlich zu uns gucken. Und nein, jetzt guckt er nach unten. Ach ja. Etwas höher. Aber dieses Mal, jawohl. Und dann packen wir da noch das entsprechende Glas dran. Rot. Rot ist gut. Aber blau wäre dran. Ist egal. Rot. So. Ja, das war's mit der Ebene. Und wir gehen wieder eine Ebene nach oben. Wir haben erneut Repeater. Schon gesetzt. Repeater. Repeater. Redstone. 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 So, wir müssen wieder gucken, dass wir unseren Stein dahin bekommen. Jetzt ist Fly aus. Das macht es nicht wirklich leichter. Müssen wir mal gucken, wie wir zu Rande kommen. Aber das kriegen wir alles hin. Hoppa. Könnt ihr hier vorne auch hüpfen. Und... jetzt haben wir einen dran gekriegt. Die zwei kommen wieder weg. Ups. Stein, Stein.
ein. Und unsere berühmte Half-Slap. Und natürlich hier nochmal, den haben wir doch noch nicht gesetzt, den entsprechenden Repeater. Auf der anderen Seite setzen wir wieder unser Sticky Piston an. Und ein weiteres Stück Glas. Zap. So, oder leer. Und nächste Ebene. Und dann haben wir sie auch bald schon alle. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir brauchen erneut hier an die... Nein, an die Kante brauchen wir Stein. Dann ein Redstone. Dann setzen wir hier wieder unser Sticky Piston hin. Das dürfte jetzt auch der letzte sein. Wieso habe ich kein Glas mehr? Ah, jetzt hat es geklappt. Braunes Glas. Irgendwie ist mein Inventar gerade ein bisschen buggy. So, da. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Stein dran. Hier kommt noch ein bisschen Repeater rein. Repeater auf grün schalten. Und die nächste Ebene ist fertig. Ein weiterer Repeater. Red. So, das sieht gut aus. Und Layer 9. Gibt es nicht. Layer 8. Wir sind fertig, wie es aussieht. Dann schauen wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben und starten unsere Maschine. Wir haben nicht alles richtig gemacht, offensichtlich. Was fehlt uns nämlich? Hier fehlt uns was. Irgendwo haben wir hier einen Fehler gemacht. Haben wir. Aber welchen Fehler? Machen wir mal All anzeigen. Aha, da fehlt der Repeater. So, der ist auch noch falsch eingestellt. Jetzt passt's. Und jetzt geht die Show ab. Schematic wegladen. Auf Unload. Und ihr habt einen fertigen Farbwechsler. Herzlichen Glückwunsch. So einfach ist das. Also, ihr könnt es jetzt mit dem, wie ich es vorgebaut habe, hier im Video 1 zu 1 nachbauen. Oder ihr könnt euch die Schematica runterladen auf meinem Discord-Server. Wer noch nicht drauf ist, der schreibt bitte einfach in die Kommentare und ich packe euch den Link dazu. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Sehen, nachdem ich ein bisschen erkältet bin. Die Tage hole ich noch meinen Livestream nach, wo wir Auslosungen machen von dem, was unter dem letzten Video kommentiert wurde und was auf meinem Instagram-Account ruhig-83 kommentiert wurde. Und bei der nächsten Folge ist auch mit Sicherheit unser lieber Busch wieder dabei. Ich wünsche euch noch viel Spaß, baut euch einen schönen Lichtdisco und wir sehen uns demnächst wieder in der Redstone-Schule. Euer Rouge 83.